und wir werden grundsätzlich einfach ein besseres Leben haben, weil ich einfach mit dem Satz, ich bin gut genug, viel besser lebe als mit dem Satz, ich bin nicht gut genug. Der Grund dafür ist, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, gibt es zwei Dinge. Erstmals sehe ich dann alles durch den Filter, ich bin nicht gut genug. Das heißt, ich habe so eine Brille auf und ich sehe dann im Außen hauptsächlich die Dinge, die das bestätigen. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens. Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Wohl jeder Mensch erlebt das schon in seiner Kindheit. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren. Der Schlüssel dazu sind Affirmationen. Das sind positive, bejahende Aussagen oder Sätze, die dazu dienen, das Bewusstsein und die Gedanken eines Menschen zu beeinflussen. Sie werden oft verwendet, das Selbstvertrauen zu stärken und positive Veränderungen im Leben herbeizuführen. Mein heutiger Gast, Melanie Pignitter, ist diplomierte Mentaltrainerin, Selbstliebe-Mentorin und Bestseller-Autorin. Melanie hat auch eine interessante Geschichte, denn vor einigen Jahren hatte sie chronische Migräne und dadurch dauerhafte Kopfschmerzen und hat sich selbst mit Hilfe von Mentaltraining und positiver Psychologie aus dieser Schmerzspirale befreit. In ihrem neuesten Buch, Wenn ein Satz dein Leben verändert, erklärt sie uns, wie wir mit kraftvollen Affirmationen zu einem positiven Selbst gelangen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Melanie Pignitter. Hallo, danke schön für die schöne Ankündigung. Melanie, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch, weil es natürlich auch mal was ganz anderes ist. Wir sind sonst in den deutlich mehr, ich sage jetzt mal, gesundheitsorientierten Themen, wobei auch da muss man wirklich sagen, ich hatte es schon eindeutig am Anfang gesagt, teilweise gibt es ja wirklich mal so Aussagen, die getroffen wurden und die einen total, sage ich mal sowas, das ganze Leben noch weiter begleiten und auch ein bisschen prägen. Also von daher, erzähl uns doch mal, welche Worte sich bei dir eingeprägt haben und dich in deinen Lebenslauf beeinflusst haben. Oh, das waren einige, das lässt sich jetzt ganz schwer herunterbrechen. Ich bin irgendwie so hängen geblieben. Ihr macht normalerweise mehr mit Gesundheit und so weiter. Das hat mich jetzt gleich so angeregt. Da könnte ich jetzt gleich einiges dazu zu sagen, weil ich einfach weiß oder denke, nein, weiß, dass unsere Sprache und wie wir mit uns selbst sprechen, sehr wohl einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Aber um deine Frage zu beantworten, mir hat mal eine Ärztin gesagt, also normalerweise fange ich immer bei der Kindheit an, aber das passt jetzt irgendwie so gut zum Thema Gesundheit. Mir hat mal eine Ärztin gesagt, da hatte ich damals ungefähr 5 Wochen durchgehend extremste Kopfschmerzen, migräneartige Kopfschmerzen. Die blieben mir dann fast 2 Jahre durchgehend. Also die waren so schlimm, dass ich mein Leben damals nicht mehr leben konnte. Sprich, ich war im abgedunkelten Zimmer, ich konnte nicht mehr reisen, ich konnte nicht mehr kochen, Freunde treffen. Das war alles nicht mehr möglich, weil ich eine Dauermigräne hatte. Auf jeden Fall sagte mir eine Ärztin, das Einzige, was ich natürlich trotzdem gemacht habe, ist irgendwie von Arzt zu laufen. Und dann hat mir eine Ärztin gesagt, na, das ist jetzt ein chronischer Schmerz, der hat sich leider schon in ihr Schmerzgedächtnis eingebrannt. Dieser Schmerz wird nie wieder weggehen. Dieser Satz, dieser Schmerz wird nie wieder weggehen, der hat sich extremst eingebrannt, ja, und hat in zu all den Ängsten, die ich schon hatte und auch zu all den depressiven Gedanken, die man nach ein paar Wochen Dauermigräne natürlicherweise hat, einen extremen Schaden angerichtet. Er hat eigentlich alles, was ich bis dahin über Mentaltraining wusste und vielleicht noch praktiziert hätte, für einige Zeit wirklich unterbuttert, weil es war eine Ärztin und Ärzte sind ein bisschen so wie wenn wir Kinder sind und Eltern sagen, was wir glauben ihnen, das sind halt Autoritätspersonen und solche Sätze schleppen wir und sehr, sehr lange, nicht unendlich lange mit, bis wir etwas dagegen tun und auch unser Körper orientiert sich an diesen Glauben. Das leitet sich ja ab aus dem Placebo-Effekt. Ne? Also das, was ich jetzt erzählt habe, ist Nocebo. Das heißt, die Ärztin hat mit ihrer Aussage meinen Körper negativ beeinflusst. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es alleine war, aber ich hatte über 500 Tage durchgehend Migräne. Aber sie hatte trotzdem nicht recht, denn ich bin bereits seit Jahren wieder kopfschmerzfrei.
und ein Placebo wäre gewesen, wenn die Ärztin mir eine Pille gegeben hätte und gesagt hätte, die wirkt, innerhalb von ein paar Tagen schlucken Sie das und sie hätte wirklich gewirkt. Und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass es solche Placebos gibt, ja. Und das zeigt eigentlich schon, wie kraftvoll Worte sind. Und wir denken immer, dass diese Worte so kraftvoll sind, wenn sie Ärzte sagen oder wenn sie unsere Eltern sagen, wenn wir noch 3 Jahre alt sind. Aber tatsächlich sind unsere eigenen Worte genauso kraftvoll, wenn wir ihnen endlich ja den Wert bemessen, den sie haben und den Raum geben. Ich komme sofort gleich auf dieses Thema nochmal zurück. Ich möchte in dem Zusammenhang mal eine Geschichte erzählen, die meiner Tochter passiert ist. Du kennst das ja vielleicht, manchmal hat man ja so Kinder, die immer so ein Auge abgeklebt haben. Das ist, liegt dann mal daran, dass ein Sehnerv nicht so voll entwickelt ist in der frühen Kindheit. Und wenn man das rechtzeitig bemerkt, dann kann man das auch wieder herstellen. Das haben wir bei meiner Tochter leider zu spät festgestellt. Daraufhin hat uns die Augenärztin wirklich beschimpft, warum wir erst so spät gekommen sind. Also ich glaube, meine Tochter war 6 oder 7 und normalerweise sollte man das schon viel früher feststellen. Und da hat sie dann gesagt, ja, und wenn sie dann jetzt nochmal ein Auge verliert, dann ist die blind. So, und das hat sie von meiner Tochter gesagt. Und das Interessante war, ich hatte mich dann neulich mal mit ihr darüber unterhalten, die ist jetzt 22. Und dann habe ich gemeint, wie lebst du denn jetzt eigentlich so damit, dass quasi sie jetzt 60% Sehfähigkeit auf dem einen und über 100 auf dem anderen, also weil das eine mal überkompensiert hat. Und sie meinte so, ach, eigentlich stört mich das gar nicht mehr. Ich habe nur immer Angst, wenn ich mal ein Auge verlieren sollte, dass ich dann komplett blind bin. Und dann denke ich so, oh mein Gott, diese Angst ist quasi damals von ihr mit geprägt worden, von dieser Ärztin. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Menschen kennen wir insgesamt, die nur ein Auge haben? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja verhältnismäßig gering, sage ich mal so. Warum soll es ausgerechnet ihr passieren, dass ausgerechnet dieses Auge, was funktioniert, dann eben halt verloren geht? Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber da sieht man mal wirklich, wie eine Angst dementsprechend dann über so viele Jahre, über 16 Jahre aufgebaut wurde und immer noch im Kopf steckt. Ja, ja, ist schon krass, ja. Und so können wir also uns beeinflussen, deswegen, ja. Genau, so können wir uns beeinflussen. Deswegen kannst du uns bitte doch noch mal kurz erklären, ich habe es in meiner Einladung so ein bisschen versucht zu sagen, das Werkzeug der Affirmation, wie können wir das wirklich nutzen, um ein besseres Leben zu führen? Ja, also grundsätzlich gibt die Affirmationen, das sind einfach positive Aussagen, vorzugsweise über dich selbst, weil du dich selbst einfach am besten beeinflussen kannst, schon urlange. Die sind nur, und deswegen hole ich ein bisschen aus, ein bisschen in Verruf geraten, waren sehr verbunden mit spirituell und Esoterik. In Wahrheit sind es aber einfach Sätze, die wir uns selbst so überzeugen und so oft sagen, dass sie zu Überzeugenden werden. Und davon haben wir, leider oder Gott sei Dank, je nachdem, schon Hunderte in uns. Also wir haben Hunderte von inneren Überzeugungen, wie zum Beispiel, morgen geht die Sonne wieder auf. Und was passiert? Jeden Morgen geht die Sonne wieder auf. Nicht nur, weil wir dran glauben, sondern weil es auch so ist natürlich. Aber warum nehme ich gerade den Satz? Weil wir ganz viele Sätze in uns tragen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, weil ich in der Schule immer ja unter den 3 Schlechtesten war oder weil ich beim Fußball immer verloren habe, ganz egal. Und nach diesem Satz leben wir genauso. Also noch, ich bin nicht gut genug, wie nach dem Satz, morgen geht die Sonne wieder auf. Das heißt, wenn wir wissen, morgen geht die Sonne wieder auf, dann richten wir uns den ganzen Tag, richten wir nach der Sonne auf. Und genauso ist es bei diesem Satz, ich bin nicht gut genug oder Männer sind schlecht oder böse oder Betrüger. Ich richte mich nach diesen inneren Überzeugungen aus. Und Affirmationen sind eine Möglichkeit, um diese inneren Überzeugungen sozusagen verändern oder um mehr positive Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein anzusiedeln. Also wenn das in unserem Unterbewusstsein ist, so erkläre ich es immer, dann richten wir unser Verhalten unbewusst, wir merken es gar nicht, danach aus. Und wenn wir jetzt positive Affirmationen sozusagen auch ins Unterbewusstsein einpflanzen, dann werden ein paar von den negativen Sätzen verdorren und wir werden grundsätzlich einfach ein besseres Leben haben, weil ich einfach mit dem Satz, ich bin gut genug viel besser lebe als mit dem Satz, ich bin nicht gut genug. Der Grund dafür ist, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, gibt es 2 Dinge. Erstmals sehe ich dann alles durch den Filter, ich bin nicht gut genug. Das heißt, ich habe so eine Brille auf und ich sehe dann im Außen hauptsächlich die Dinge, die das bestätigen. Unser Gehirn, das funktioniert so. Wir suchen im Außen immer die Dinge, die unsere inneren Überzeugungen bestätigen. Das kennen wir alle, wenn wir sagen,
Die Sache mit dem roten Auto. Wir schauen auf rote Autos in der auf der Straße und plötzlich sehen wir unzählig viele. Und am Abend denken wir eigentlich, ist die halbe Stadt mit roten Autos voll und wissen aber gar nicht, wie viele blaue es gibt. Blaue gibt es eigentlich wenig, sagen wir dann. Wenn wir denken, ich bin nicht gut genug, dann sehe ich beim Rausgehen den Nachbarn, der mich nicht grüßt, also muss er was gegen mich haben. Der Busfahrer, der nicht für mich anhält, der Chef, der mich kritisiert, das alles geht dann durch meinen Filter rein, ja, und bestätigt diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug. Und das macht natürlich unhappy, ne? Also jetzt denke ich nicht nur, ich bin nicht gut genug, sondern bekomme von außen auch noch die Bestätigung. Das ist natürlich schmerzhaft. Das ist das eine. Und das andere ist, ich beginne danach zu handeln, ne? Weil ich glaube, ich bin nicht gut genug, bewirbe ich mich gar nicht auf den Job. Sage ich in dem Gespräch gar nichts, weil ich denke, ich habe eh nichts Wichtiges mitzuteilen und so weiter. Und deswegen können solche Sätze extremste Auswirkungen haben. Also hast du vorher gesagt, du bist nicht so ein guter Vorleser. Das kann natürlich auch Auswirkungen haben. Wahrscheinlich jetzt nicht so gravierende, wenn du denkst generell, ich bin nicht gut genug. Aber also ich habe gerade festgestellt, du bist ein guter Vorleser. Vielleicht ist der Glaubenssatz schon so tief, dass du mit deiner Brille eher die Dinge siehst, die du beim Vorlesen nicht so gut machst und gar nicht die siehst, die du eigentlich extrem gut machst. Und vielleicht sind die, die du extrem gut machst, in der totalen Überzahl und du kannst es gar nicht sehen. Ja, du hast absolut recht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich kein Ballgefühl habe und deswegen in Ballsportarten immer wahnsinnig schlecht war. Das Einzige, was ich jetzt noch an Ballsportarten mache, ist Golf spielen. Und das Lustige, das Einzige, was ich am kontinuierlich einigermaßen gut hinbekomme, ist das Putten. Das heißt also das letzte Stück auf dem Grün. Und gerade das ist eigentlich das, wo man am meisten Ballgefühl braucht. Also von daher ist absolut richtig, was du sagst. Die Aussagen müssen alle überdacht werden. Ich finde das interessant, in deinem Buch habe ich auch gelesen, dass unsere Gedanken neben unseren Handlungen und den Reaktionen auf das Umfeld, was du gerade beschreibst, auch unseren Körper beeinflussen können. Wie funktioniert das denn? Ja, also ich bin jetzt natürlich kein Arzt oder kein Wissenschaftler, aber da komme ich wieder auf diesen Placebo-Effekt zu sprechen, der ja einfach besagt, dass wenn wir von etwas überzeugt sind, wenn wir an etwas glauben, also das heißt, es hilft jetzt nicht unbedingt, sich zu sagen, ich bin steinreich oder bleiben wir bei dem Gesundheitsthema, ich bin absolut gesund. Das hilft jetzt nicht unbedingt. Wir müssen uns nämlich eine Überzeugung rauspicken, an die wir glauben. Die Sache mit der Pille von dem Arzt, ja, die nehme ich und dann geht es mir Tag von Tag besser. Die kann ich ja glauben aufgrund dieser Pille und dann beginnen meine Gedanken sozusagen Einfluss auf meinen Körper zu nehmen. Also ich habe ungefähr eine Ahnung, wie dieser Prozess abläuft. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen, weil ich kein Arzt oder Wissenschaftler bin. Aber dafür gibt es auf jeden Fall wissenschaftliche Beweise, dass sich unser Körper an unsere Überzeugungen anpasst. Wobei du ja auch einen kleinen Exkurs zur Gehirnforschung sogar in deinem Buch drin hast. Also das wolltest du raus, okay. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich dachte jetzt in eine andere Richtung. Genau, unser Gehirn ist plastisch, also das kommt auch aus der Gehirnforschung, das ist relativ einfach zu erklären. Das bedeutet, dass unser Gehirn sich verändern kann. Also das hat verschiedene Regionen und die Regionen, die ich am meisten bewandere mit meinen Gedanken sozusagen, die werden immer größer und größer. Ich nehme auch ganz gerne die Metapher mit den Autobahnen oder mit dem Weg. Auf jeden Fall ist es so, dass auf einer Seite unseres Gehirns ist das positive Denken und auf der anderen Seite ist das negative Denken. Und wenn ich jetzt sehr viel negativ denke, dann ist das Areal mit den negativen Gedanken sehr, sehr groß. Das heißt, ich habe dann ganz viele negative Glaubenssätze und wahrscheinlich wenig positive Glaubenssätze ist gleich Affirmationen. Und das ist jetzt teilweise auch genetisch bedingt, aber grundsätzlich auch antrainiert. Das heißt, auch wenn du mit ein bisschen größeren negativen Bereich zur Welt gekommen bist, kannst du den ein bisschen sozusagen verkleinern, indem du ganz bewusst die Wanderwege auf der positiven Seite nimmst. Und das kann man ganz gut machen, indem man mit Affirmationen arbeitet. Und es ist tatsächlich auch bewiesen, dass man bis ins hohe Alter sein Gehirn, seine Plastizität des Gehirns verändern kann, indem man Gedanken bewusst trainiert.
Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich dann immer bewusst denken muss, weil das können wir gar nicht, sondern wir trainieren einen Gedanken so oft, bis er zu überzeugen wird, wandert sozusagen ins Unterbewusstsein. Und von da aus agiert er dann automatisch, ohne dass ich mir jedes Mal denken muss, so, jetzt darf ich nicht negativ denken, sondern ich muss mir die Frage stellen, was könnte das denn Gutes haben? Nein, das passiert irgendwann automatisch, wie du auch beim Zähneputzen nicht mehr darüber nachdenken musst, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, genau. Es gibt auch den Begriff toxisch positiv. Was würdest du sagen, wann sind die Affirmationen ungesund für uns? Ja, also gerade in Bezug auf Affirmationen gibt es ganz oft das Wort toxisch. Und ich stimme dem auch zu. Affirmationen können toxisch sein, zum Beispiel wenn du einfach krebskrank bist und du sagst, ich bin gesund, das glaubst du dir selber nicht. Das macht dich eigentlich noch trauriger, weil das vielleicht genau dein größter Wunsch ist. Und das nennt man dann toxisch eigentlich, wenn es die Situation verschlimmert. Wenn ich sagen würde, ich bin steinreich, aber dabei kann ich meine Gasrechnung schon lange nicht mehr zahlen, dann weiß ich ständig, dass ich mich selbst belüge und richte den Fokus eigentlich unbewusst auf diesen Mangel, weil ich mich ja komplett selbst anlüge. Ne? Also wenn ich sage, ich bin steinreich, dann weiß ich ganz genau, was ich alles nicht habe, weil ich bettlarm bin. Und das wäre dann eine Art von toxischer Positivität. Ja, wenn ich mir versuche, etwas einzureden, an das ich gar nicht glauben kann. Ich versuche es mal ein bisschen herunterzubrechen auf Dinge, mit denen sehr viele arbeiten, mit der Selbstakzeptanz oder der Selbstliebe. Also wenn du viele Selbstzweifel hast, dich schwer selbst akzeptieren kannst, so wie du bist, dann ist es nicht ratsam, gleich mit diesem gewaltigen Wort der Selbstliebe zu starten, also zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, mit allem, was ist. Weil du das, wenn du das selbst überhaupt nicht glauben kannst, wenn du das auch vielleicht irgendwie total egozentrisch findest, gibt es ganz viele Einwände, hauptsächlich das Gefühl, dass dir sagen wird, das geht gar nicht, das kann ich nicht. Und deswegen bleibe ich lieber pessimistisch. Aber es gibt einen guten Mittelweg, nämlich man sollte, um toxische Positivität beim Affirmieren zu vermeiden, immer einen Glaubenssatz wählen, an den ich gerade noch glaube, also eine Affirmation, an die ich gerade noch glaube. Und die ist vielleicht dann nicht allzu fantastisch und nicht gleich so, dass du dadurch zum Endziel kommst, aber die hat das Potenzial, sozusagen in dein Unterbewusstsein zu wandern. Da gibt es den Klassiker, den man in fast jeder Situation nehmen kann. Das ist der Satz, muss ich kurz nachdenken, mir geht es von Tag zu Tag in jeglicher Hinsicht immer besser und besser. In Bezug auf die Selbstliebe wäre es vielleicht der Satz, von Tag zu Tag akzeptiere ich mich ein bisschen mehr so, wie ich bin. Oder von Tag zu Tag finde ich mich so, wie ich bin, ein bisschen mehr okay. Oder einfach der Satz, den finde ich auch so schön, ich weiß jetzt aber gar nicht, von wem der ist. Das Leben ist für mich. Finde ich total schön, weil der einfach... Total schön. Ja, ah, okay. Finde ich einfach so super, super schön, weil er einfach auch sagt, ich bin hier auf dieser Welt mit einer Wahrscheinlichkeit, glaube ich, von 1 zu 400 Billionen, weil das Leben für mich so ist. Wahrscheinlich lebe ich schon seit vielen, vielen Jahren nach einer Affirmation, wusste nur nicht, dass es eine ist, aber für mich ist es ja everything happens for a reason. Also ich bin ein ganz klar, glaube, dass egal was passiert, es gibt für alles einen Grund und der ist positiv. Also es hat alles irgendeinen Sinn, dass etwas passiert und daran glaube ich eben halt ganz, ganz fest. Und das sind für mich etwas, was mich sehr positiv immer durchs Leben gehen lässt, weil ich damit auch Rückschläge deutlich besser verarbeiten kann. Ja. Was können wir denn tun, wenn wir uns von negativen Emotionen überrannt fühlen? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt negative Emotionen habe, ich bin traurig, ich bin wütend, dann braucht mir dann niemand mit einer positiven Affirmation daherzukommen. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Emotionen mal sein lassen, also einfach mal auch rauslassen vielleicht mit Tränen oder bei Wut gegen den Polsterboxen, Sport, Hula Hoop, Energie rauslassen bei Wut, einfach Tränen zulassen oder auch aufschreiben, warum oder worüber du so traurig bist. Hier einfach eine Strategie zu finden, um das Gefühl zuzulassen. Gibt es auch diverse Klopftechniken, bin ich auch ein totaler Fan davon. Weil ich selber lange Zeit so Probleme hatte, gerade Trauer, also so schwache Gefühle sozusagen zuzulassen,
Das liegt nicht jedem unbedingt, aber auch das kann man lernen mit unterschiedlichen Strategien. Und Gefühle sind ja wie Gedanken, das sind ja Energien. Wenn ich die gelebt habe, dann können sie sich quasi wieder eine andere Energie verändern oder ich habe einen Raum geschaffen für neue Energien. Wenn ich die einfach unterdrücke, dann ist die Energie ja noch immer da. Und wenn ich die aber losgelassen habe, dann ist es an der Zeit für Umdenken und da können dann auch positive Affirmationen ein bisschen raushelfen aus dieser Trauerfalle oder auch vielleicht aus dieser Aggression, in der man da gerade gesteckt hat. Entdecken Sie das Geheimnis eines gesunden, langen Lebens mit dem neuen Buch vom Lanzerhof, Der Darm als Quelle der Gesundheit, die Lanzerhof Fastenkur. Der Spiegel-Bestseller-Autor Professor Dr. Andreas Michalsen enthüllt hier, wie eine richtige Darmgesundheit Ihr Wohlbefinden revolutionieren kann. Lernen Sie, wie Ihnen Fasten dabei helfen kann, Ihr Verdauungssystem zu regenerieren und Ihr Immunsystem zu stärken. Mit fundiertem Wissen und praktischen Tipps ist dieses Buch Ihr Wegweiser zu nachhaltiger Gesundheit und Vitalität. Besuchen Sie shop.lanzerhof.com und sichern Sie sich Ihr Exemplar von Der Darm als Quelle der Gesundheit, die Lanzerhof Fastenkur. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu einem gesünderen Ich. Du schreibst in deinem Buch, dass es 21 Tage dauert, bis eine Affirmation in unserem Unterbewusstsein landet. Wie sieht die optimale Praxis aus, wenn wir das trainieren wollen? Also wie oft, wann sollten wir es tun und wie viele Affirmationen sollten es auch sein? Also ich empfehle immer, dass das anfangs nicht unbedingt mehr sind als ein, zwei, wenn man schon ein bisschen Kenner ist, maximal drei Affirmationen, die man sich mal rauspickt, mit denen man arbeitet. Und dann gibt es ganz, ganz viele Instrumente, die ich in meinem Buch auch zur Verfügung stelle, die sozusagen als Affirmationsverstärker genutzt werden, damit die eben so schnell und so gut wie möglich in dein Unterbewusstsein landen und nicht nur irgendwie an der Oberfläche schwimmen, weil dort bringen sie uns relativ wenig. Und es ist sehr, sehr gut, wenn du es, also du solltest es 21 Tage lang täglich machen. Wenn man jetzt mal einen Tag vergisst, ist es nicht so dramatisch. Und es ist sehr, sehr gut, wenn du die Zeitpunkte in der Früh, gleich nachdem du wach geworden bist, bevor du zum Handy greifst, bevor du aufstehst, nutzt, weil wir da einfach noch auf einem Gehirnschwingungsniveau sind, die dem Schlaf ein bisschen ähnlicher ist sozusagen, wo wir näher an unserem Unterbewusstsein dran sind. Und dasselbe gilt abends vor dem Schlafengehen. Man könnte sagen, wir haben da einfach ein bisschen besseren Kontakt zu unserem Unterbewusstsein als untertags, weil untertags ist einfach das Bewusstsein, diese Verstandsebene, alle Dinge, die wir wissen, die wir zu tun haben und so weiter, im Vordergrund. Und das heißt, wir haben da nicht so einen guten Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Also diese Zeiten nutzen und dann eben dir einen Affirmationsverstärker aussuchen. Also nur die Affirmation vorsagen ist immer ein bisschen wenig, weil wir brauchen Gefühl. Wir müssen die Affirmation fühlen, so ein bisschen so, als wäre sie schon da. Und dazu kann man zum Beispiel nutzen Bilder. Wenn man gerne visualisiert, das heißt die Augen schließt, dann kann man sich vor dem inneren Auge ausmalen, wie man selbst ist oder wie sich das eigene Leben verändert, wenn man diese Affirmation sozusagen zu 100% lebt, wenn sich diese Affirmation realisiert hat. Also zum Beispiel, es geht mir gesundheitlich von Tag zu Tag immer besser und besser. Und dann stellst du dir auch einfach wirklich vor, wie es dir von Tag zu Tag besser geht, wie du, keine Ahnung, vielleicht schon Nordic Walken kannst, weil du dich besser fühlst oder wie du dich mit Freunden auf einen Kaffee triffst und so weiter. Also alles, was du irgendwie mit der gesundheitlichen Freiheit natürlich verbindest. Und währenddessen sagst du dir aber immer wieder deine Affirmation. Das wäre so eine ganz einfache Möglichkeit, die aber sehr, sehr wirksam ist, weil Bilder einfach viel, viel schneller, 60.000 Mal schneller in unser Unterbewusstsein gelangen als Worte. Und wir dadurch sozusagen eine Schnellbahn in unser Unterbewusstsein fördern. Genau. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Manche Menschen visualisieren nicht so gerne. Da kann man auch mit Farben arbeiten. Das heißt, wenn man sich die Affirmation einfach täglich in verschiedenen Farben aufnotiert, kann das auch sinnvoll sein. Oder wenn man sagt, ich bin nicht so überzeugt, ob das alles so unbedingt stimmt, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr auf der Verstandsebene arbeiten und sich einfach mit Affirmationen behelfen. Da stellt man die Affirmationen sozusagen positiv in Frage.
Also wenn ich sage, von Tag zu Tag geht es mir gesundheitlich besser, dann mache ich eine Frage drauf und die lautet, welche Ressourcen habe ich dafür, dass es mir täglich besser und besser geht? Oder warum habe ich es verdient, dass es mir von Tag zu Tag gesundheitlich besser geht? Oder warum werde ich von Tag zu Tag gesünder? Und man beantwortet diese Fragen einfach so, wie man sie nur irgendwie beantworten kann. Und dadurch bringt man den Verstand ein bisschen so auf seine Seite, weil ja eine Frage gestellt wurde, die man dann mit einem Grund beantwortet und wir uns dadurch leichter tun, daran zu glauben. Also hier kommen wir ein bisschen dem Placebo-Effekt nahe. Wir glauben dem Arzt, weil er Arzt ist. Wir beginnen uns selbst zu glauben, wenn wir Fragen logisch beantworten, die dafür stehen, dass diese Affirmation wahr ist. Fantastisch. Du hast mir zwar damit meine Frage, was eine Affirmation ist, weggenommen, aber du hast es ja schon wunderbar jetzt mit erklärt. Insofern kann ich direkt weiter zu meiner nächsten Frage gehen. Mir hat das total gut in deinem Buch gefallen, das nennst du das Affirmationsspiel, welches man zum Beispiel bei Kindern einsetzen kann, die nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben. Kannst du unseren HörerInnen dazu vielleicht noch mal etwas mehr sagen? Ja, also es gibt unterschiedliche Mentaltrainingstools, die man bei Kindern einsetzen kann. Ich hoffe, wir wollen jetzt auf dieselbe hinaus. Aber gerade bei Affirmationen, oder generell kann man mit Kindern natürlich sehr, sehr gut mit Bildern arbeiten. Und es gibt sehr hilfreiche Affirmationen, die man den Kindern auch sagen kann. Wichtig ist, dass man Kindern Affirmationen sagt, die psychisch stabil sind. Das heißt, wenn ich merke, irgendwas stimmt gar nicht mit meinem Kind, dann nicht unbedingt selbst Affirmationen anwenden, sondern unbedingt zum Psychotherapeuten gehen. Aber wenn ich also auch mein Kind stärken möchte, dann kann ich dem zum Beispiel abends Affirmationen vorsagen, wie zum Beispiel, Mama und Papa haben dich immer lieb, du kannst alles schaffen, woran du glaubst, du bist liebenswert, egal was du tust und so weiter. Also einfache und klare Affirmationen, du bist klug, du bist hübsch und so weiter. Und diese Affirmationen kann man auch auf Zettelchen schreiben oder auf A4-Zetteln. Und wenn ein Kind noch nicht lesen kann, dann hat es natürlich relativ wenig davon. Aber auch wenn es lesen kann, kann man das Spiel trotzdem spielen. Und auf der Rückseite soll entweder das Kind oder wenn es noch zu klein ist, die Mama oder der Papa, eine Figur oder ein Symbol oder was auch immer malen, das zu dieser Affirmation passt. Also das muss jetzt nicht die Zeichnung von der Affirmation sein. Das kann einfach ein Herz oder auch ein Stern sein. Ganz egal, was irgendwie dazu passt. Und daraus kann man dann ein Spiel machen, indem man dem Kind sozusagen das Symbol hinhält und es erratet die Affirmation dahinter. Das kann man natürlich auch abends vorm Schlafengehen machen. Und ja, gleichzeitig so ein bisschen ein Auswendig-Lernspiel und gleichzeitig prägt es sich aber natürlich auch langfristig ein, wenn man das einige Zeit mit dem Kind durchführt. Du hast in deinem Buch ja auch ein richtiges Affirmationslexikon angelegt, für jedes Thema die passende Affirmation. Was ist nach deiner Erfahrung das Thema, das die Menschen wohl am meisten beschäftigt? Es ist natürlich unterschiedlich, kommt ganz auf die Lebenssituationen an. Ein großes Thema ist natürlich immer die Liebe. Entweder ist die Langzeitliebe eingeschlafen oder man ist noch immer auf der Suche nach dem Seelenpartner. Ein grobes Thema, das viele Lebensbereiche betrifft, ist immer das Loslassen. Loslassen von Gewohnheiten, Loslassen von Menschen, Loslassen von Glaubenssätzen, von der Vergangenheit und so weiter. Ein großes Thema ist bei fast allen von uns das Thema Stress und seine Auswirkungen, gerade auch auf den Körper. Und auch ein Thema, das mir immer wieder unterkommt, ist das Thema Ein- und Durchschlafprobleme, das gerade sehr beliebt und verbreitet ist. Beliebt wohl nicht, aber verbreitet mit Sicherheit. Verbreitet beliebt nicht, das stimmt. Ja, das sind so einige der Themen. Natürlich auch das Thema Selbstzweifel, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der ist auch mega populär. Wenn man es in Google eingibt, dann sieht man einfach, wie unglaublich viele Menschen danach suchen, weil sie sich nicht gut genug fühlen. Hätte ich spontan wahrscheinlich auch gedacht, ist wahrscheinlich eine der wirklich häufigen Anwendungen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass du, und du hast es ja kurz erzählt, eben halt auch so lange unter Migräne oder beziehungsweise Dauerkopfschmerz gelitten hast. Hättest du vielleicht so eine passende Affirmation für das Thema Schmerz?
Ja, das finde ich auch schwierig, je nachdem, wo man da gerade, in welcher Lage man gerade steckt. Für mich war meine Nonplusultra-Affirmation, und ich erkläre vorher den Hintergrund, für mich war es ganz wichtig, dass ich gelernt habe, den Schmerz zu akzeptieren. Meistens lässt sich der Schmerz, wenn man ihn lange hat, wenn man chronischen Schmerz hat, nicht gleich wegschnippen. Weder kann man dran glauben, noch kann der Körper etwas verändern, was jahrelang da war, einfach in der einen, von der anderen Sekunde. Und deswegen war es für mich im ersten Schritt ganz wichtig, diesen Schmerz zu akzeptieren, damit ich mental wieder stark sein konnte, weil ich habe mich einfach jeden Tag, die ersten 100 Tage, davon runterziehen lassen, dass ich nie wieder frei leben werde. Und sagen das auch viele Schmerzärzte, deswegen ist es mal wichtig, mit dem Schmerz zu leben lernen. Zuerst die mentale Veränderung und dann kann die mentale Veränderung eventuell gewisse Auswirkungen, positive Auswirkungen auf den Körper haben. Und so war es bei mir. Das heißt, ich habe mir zuerst trotz des Schmerzes die Lebensfreude zurückgekehrt. Und dann ist sozusagen aus Sahnehäubchen von Tag zu Tag dieser Schmerz immer mehr und mehr verschwunden. Und deswegen habe ich mir am Anfang gesagt, ich akzeptiere den Schmerz so, wie er heute ist. Aber ich vertraue darauf, dass ich ihn schon morgen oder übermorgen loslassen darf. Das war für mich so eine Affirmation, wo ich sozusagen ja das eine mit dem anderen vereinbaren konnte. Diese Akzeptanz, es anzunehmen, das Beste draus zu machen, gleichzeitig das Vertrauen, dass sich mein Körper verändert. Und das ist jetzt so ein ganz wichtiger Glaubenssatz, den ich ganz vielen Menschen mitgebe. Vielleicht klingt er gar nicht so positiv. Ich finde ihn sehr positiv, wenn man mit jahrelangen Krankheiten und Schmerzen vertraut ist, dann ist er das. Unser Körper verändert sich immer und immer wieder. Nichts im Leben bleibt so, wie es jetzt gerade ist und unser Körper auch nicht. Und deswegen ist es für mich glasklar, auch wenn ich wieder längere Erkrankungen habe, die habe ich immer wieder mal, dass sich in meinem Körper stetig was verändert und dass sich auch das wieder verändert. Und das klingt vielleicht für jemanden, der nicht damit betraut ist, hunderte Tage an derselben Stelle Schmerzen, Magenprobleme, Kopfschmerzen, was auch immer zu haben, gar nicht so positiv. Aber das ist oft der Part, der so schrecklich ist für unsere Psyche. Wir denken nämlich einfach, wenn wir jetzt schon 30 Tage uns die Hand wehtut, schafft es unser Gehirn fast gar nicht mehr, sich dorthin zu denken, wo eine Hand nicht wehtut. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass wir uns das immer vor Augen halten, dass sich alles im Leben und so auch unser Körper verändert, um wieder das Vertrauen zu fassen, dass sich da auch positiv etwas verändern kann. Ich glaube, das kennt jeder alleine schon, wenn man mal länger als 2-3 Wochen so eine Erkältung hat, dass man denkt, Gott, die geht nie wieder weg. So, aber ich kenne wenige Leute, bei denen sie nie wieder weggegangen ist. Also von daher, ich finde den sehr positiv, ehrlich gesagt, dass man einfach weiß, es ändert sich auch wieder. Das ist so ein bisschen, es geht mir immer so, wenn ich auf Sylt bin, wenn es mal dann regnet, weiß ich immer so, Wetter ändert sich hier sehr schnell. Es kann sein, dass in einer halben Stunde schon wieder die Sonne scheint und so ähnlich ist es dann mit dem Körper hoffentlich auch. Ja. Yeah. Ich habe noch eine weitere Frage. Vielleicht hast du noch ein Beispiel für uns für das Thema Abnehmen. Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist beim Thema Abnehmen, dass man sich erstmals ein bisschen auch mit dem Motiv auseinandersetzt, weil ja das Abnehmen per se ja nicht immer so das hundertprozentig Beste ist, glaube ich halt, sondern ich bin ja eher von der mentalen Seite. Ich glaube halt, dass auch immer etwas dahinter steckt, wenn ich so gar nicht abnehmen kann. Und wenn das schon ganz, ganz lang mein Thema ist, dann glaube ich halt immer, dass wir mit dem Essen vielleicht etwas anderes kompensieren. Und daher würde ich da auch immer empfehlen, ein bisschen dahinter zu schauen. Jeden Tag treffe ich die besten Entscheidungen für meinen Körper. Ich bin satt und zufrieden. Ich lasse überflüssige Pfunde einfach los. Ich fühle mich jeden Tag ein bisschen leichter. Es macht mir Freude, mich gesund zu ernähren. Oder von Tag zu Tag komme ich meinem Wunschkind nicht immer näher und näher. Wunderbar, wunderbar. Ich finde das auch wirklich schön, dass du in deinem Buch auch beschreibst, wie wir unsere Affirmationen beschreiben. Also du hast ja dann auch mal so ein paar, sag es nicht so, sondern sag es so Beispiele.
was mir insgesamt sehr gut gefallen hat, dass man eben halt auch lernt, wie man sie richtig formuliert. Und ich finde auch das, was du uns heute im Rahmen dieses Gesprächs erzählt hast, wie, dass man sie eben halt auch nicht absurd setzen sollte. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, insgesamt vielleicht nicht ganz so zufrieden mit sich ist und man dann aber sich jeden Tag dann irgendwie sagt, ich sehe besser aus als Heidi Klum oder keine Ahnung wem, dann gerade so als Role Model, als Frau oder als Mann George Clooney oder Ryan Gosling. Wir nehmen am besten mal die beiden Barbies hier, irgendwie Ryan Gosling und Margot Robbie, wenn man die dann einfach als Benchmark nimmt und sagt, aber ich sehe viel besser aus. Ich glaube, dass das vielleicht dann tatsächlich auch manchmal ein bisschen hochgegriffen ist und dann tatsächlich auch dazu führen kann, dass man irgendwann das Ganze auch kippt. Also von daher, finde ich, hast du das in deinem Buch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Womit ich auch schon zu meiner Schlussfrage komme. Die Schlussfrage ist immer noch so der Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn du jetzt eine letzte Affirmationsübung vielleicht noch mitgeben möchtest, die sie direkt in den Alltag integrieren können, welche würde dir so spontan noch einfallen? Ja, ich glaube, eine schöne Übung ist die Post-it-Übung sozusagen. Wenn du ein paar Post-its zu Hause herumliegen hast und du möchtest mit Affirmationen arbeiten, dann kleb die mal an alle Stellen in deiner Wohnung, wo du täglich mindestens einmal bist. Also zum Beispiel auf deiner Kleiderschrankinnenseite oder Badezimmerspiegel oder vielleicht auch auf deinen Laptop-Bildschirm oder neben deinen Laptop-Bildschirm auf den Kühlschrank. Und genau das können jetzt, muss nicht jede dieselbe Affirmation sein. Du kannst auch langfristig mit 3, 4 oder mehr arbeiten und einfach mal schauen, was über die Woche, wenn du diese Affirmationen wirklich täglich siehst, passiert. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Wer jetzt nicht genug von dir bekommen kann, der kann auf jeden Fall mal bei deinem Instagram-Account nachschauen. Hier hast du regelmäßig immer wieder neue, schöne Alltagstipps. Das ist Honigperlen-Melanie. Und ansonsten alternativ gibt's ja auch deine Website, also dein Blog und der auch unter honigperlen.at, also für Österreich steht, was man ja unschwer an deinen leichten Stimmenfärbung erkennen kann, dass du aus dem schönen Österreich kommst. Und last but not least gibt es auch einen Podcast, der überraschenderweise ebenfalls Honigperlen heißt. Habe ich was vergessen? Nee, nichts Wichtiges. Okay. Ansonsten hast du auch noch ein paar andere Bücher schon geschrieben. Das erste Buch war, glaube ich, auch tatsächlich, daher kommt der Name auch, das Buch Honigperlen. Ist das richtig? Das war eigentlich das zweite Buch, aber ich würde sagen, es war das erste. Das erste erfolgreiche. Wahrscheinlich erfolgreiche Buch. Jedes erste war auch recht erfolgreich, aber da habe ich dann so meinen Honigperlenweg gefunden gehabt mit dem ersten Buch, genau. Ausgezeichnet. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Was ist denn im Augenblick deine Lieblingsaffirmation? Oh, ich habe gerade keine. Kann man ja nicht ständig. Es gibt so viele mentale Werkzeuge. Affirmationen sind das, was die Leute am meisten lieben, weil ich kann drauf schon, wenn ein Satz dein Leben verändert, ne? Das geht am schnellsten. Und deswegen ist sozusagen die Affirmation die Einsteigerdroge. Und ich mache immer so maximal 1, 2 mentale Tools pro Tag. Und ich kenne einfach 100. Kann ich nicht jeden Tag affirmieren. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten kann ich euch auch mal die Folge Nummer 38 empfehlen. Hier spreche ich mit Barbara Brandner über das Thema Heilung durch Hypnose. Abonniert doch diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.